verkehrt mit dir? Ich dekoriere gerade meine Manga. Dekoriere doch nicht deine Manga, lies sie lieber. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben April, heißt wir gehen wieder einkaufen und ich habe insgesamt 23 Manga auf meiner Einkaufsliste. Ihr seid natürlich auch wieder gefragt, bitte einmal kurz das Video anhalten und unten in die Kommentare reinschreiben, welche Manga ihr euch im April gekauft habt oder welche ihr plant zu kaufen. Das würde mich natürlich interessieren, eventuell ist da noch was Schönes bei oder der eine oder andere aus den Kommentaren kann sich daraus auch was ziehen. Das würde mich auf jeden Fall freuen, haut da mal euren Kommentar unten rein. Genug gequatscht, wir müssen natürlich reinklotzen, dass wir die 23 Bände in unseren Warenkorb kriegen, deshalb legen wir mal direkt los. Wir befinden uns hier wieder auf der Seite des Bonner Comic Shop, sozusagen der Shop, wo ich eigentlich immer all meine Manga einkaufe. Das hat irgendwie nach und nach immer mehr gewechselt, teils war es mal bei Amazon, teils war es mal bei anderen Comic Shops. Mittlerweile kaufe ich eigentlich das meiste direkt hier in Bonn ein, wenn ich nicht gerade direkt beim Verlag bestelle. Und ich will natürlich vorab nochmal sagen, ich bin hier nicht gesponsert. Das ist einfach mein persönliches Empfinden. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht und deshalb kaufe ich eigentlich immer gerne ein. Und ja, legen wir einfach mal los. Der erste Manga bzw. der erste Verlag, den ich gerne einkaufen würde, ist Ultraverse. Und hier kommt der zweite Band von Candy and Cigarettes raus. Und da bin ich echt gespannt drauf, weil ich habe ein bisschen Angst, dass der Manga eventuell zu episodisch wird, weil man bekommt einen Auftrag und erfüllt diesen Auftrag, dann bekommt man wieder einen neuen Auftrag und so weiter. Ich weiß noch nicht, ob das so sein wird, deshalb will ich mir den zweiten Band nochmal angucken und nach dem zweiten Band entscheide ich, ob ich die ganze Reihe behalte oder ob ich die eventuell droppe. Mag aber die beiden Main-Character, Miharu und Raizo, eigentlich sehr, sehr gerne, weil das ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Gespann, das ist eine coole Beziehung. Und sie ist halt ein kleines Mädchen und er ist halt einer, der gerade sozusagen pensioniert wurde. Und das finde ich eigentlich richtig, richtig cool. Bin mal gespannt, in welche Richtung sich das Ganze so noch entwickelt. Aber ich denke doch, erstmal bin ich mit dem zweiten Band glücklich und wir packen das ganze Ding mal rein. Guckt es euch einfach mal an. Der erste Band, damit kann man nicht viel falsch machen. Hat auch schöne Zeichnungen und so weiter. Und ich bin mal wirklich gespannt. Also wenn das zu episodisch wird, dann wird mich das wahrscheinlich schnell langweilen. Dann werde ich das auch abbrechen. Aber solange es nicht episodisch wird, macht es mir auf jeden Fall Spaß. Ich gucke mir den zweiten Band an und habe Bock einfach drauf. Kommen wir als nächstes zu einem meiner Lieblings-Isekais. Und dafür ist ja eigentlich Ultraverse bekannt. Irgendwie habt ihr das auch schon mal so gemerkt, dass Ultraverse komischerweise sehr viele Isekais im Sortiment hat. Da kommt ja demnächst auch Shangri-La Frontier, da freue ich mich schon richtig drauf, da habe ich echt Bock. Dann könnte sich vielleicht meine Top 3 so ein bisschen verschieben, aber derzeit ist auf jeden Fall Schleim mit dabei und da kommt der 16. Band raus. Und da habe ich eigentlich Lust drauf, auch wenn ich da gerade aktuell nicht weiterlese, möchte das aber demnächst irgendwann nochmal anfangen, beziehungsweise einfach weiterlesen. Ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe, ich habe ja den Anime gesehen, hab dann noch ein Band danach gelesen, ich glaube Band 13 oder so war das und hab dann jetzt eine lange Pause eingelegt, muss wahrscheinlich dann noch ein bisschen vorher nochmal nachlesen oder ist jetzt auch nicht so hart textlastig, finde ich, den kriegt man wahrscheinlich auch nochmal schnell durchgelesen, aber dennoch eine sehr, sehr schöne Reihe, kannst gerne einfach nur empfehlen. Ich sage eigentlich immer so, ich habe so zwei, drei Lieblings-Isekais, unter anderem Konosuba mit dabei und Shield Hero. Konosuba ist als Manga nicht so gut. Werden wir später auch noch drauf eingehen, weil den werde ich mir auch noch kaufen. Überlege aber eigentlich, ob ich den droppe. Und falls Shangri-La Frontier dann auch kommt in mein Sortiment, könnte es sein, dass er zumindest den Manga ersetzt. Der Konosuba-Anime ist eigentlich echt gut. Kommen wir aber später nochmal drauf. Das auf jeden Fall zu Schleim. Falls ihr das nicht irgendwie auf dem Schirm habt, schaut euch einfach mal den Anime an oder lest einfach mal in die ersten Manga rein, falls ihr da richtig Bock drauf habt. Ich finde, die Reihe ist echt gut als Isekai und macht echt viel Spaß. Kommen wir als nächstes zu einer Reihe, die möchte ich mir up to date kaufen. Und da habe ich schon die ersten beiden Bände zu gelesen und zwar zu Kemono Jihen. Und das ist eine sehr schöne Reihe mit viel Potenzial. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die ersten beiden Bände gelesen. Und muss sagen, das war schon echt ordentlich und da steckt viel dahinter. Will da auch nicht so viel rein spoilern, weil es ist eine Mystery-Geschichte und man soll das Ganze einfach miterleben, weil so ein bisschen Detektiv-Story und so weiter. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war eine Empfehlung von Tuja und Orkuyasu. Danke nochmal für diese Empfehlung.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich da so viel Spaß mit gehabt habe. Und die ersten beiden Bände, die gibt es ja in so einem Doppelpack. Wir können uns das Ganze auch nochmal angucken. Kimono Jihen. Falsch geschrieben. Und ich habe mir ja damals das Doppelpack einmal geholt. Hier sehen wir es jetzt nicht mit drin. Hier ist das Doppelpack für 10 Euro, zwei Manga. Ich finde, das kann man einfach mal machen, wenn man sich irgendwie ja, die Geschichte einfach mal angucken möchte. Und es hat mir auf jeden Fall viel gebracht, denn ja, es ist wieder eine Reihe, die ich neu im Regal haben möchte und die ich weiterlesen möchte. Wer vielleicht den Manga nicht lesen will, kann natürlich auch den Anime schauen. Der ist ja jetzt auch aktuell rausgekommen. Und was ich hier machen werde, ich habe die ersten vier Bände hier, die ersten beiden habe ich schon gelesen. Band 3 und 4 liegt auf jeden Fall auf meinem Lesestapel. Und was ich möchte mir einmal Band 5 kaufen. Band 6. 7, 8 und 9. Und ich glaube, 7. Ich glaube, demnächst kommt sogar noch direkt der nächste Band raus. Ich weiß es gar nicht. Ich bin da gar nicht up to date, was da so an Infos irgendwie gerade schon draußen sind oder wann da der nächste Release kommt. Ich habe da so meine Sachen noch nicht geplant. Aber ich denke, die Reihe, die wird mir auf jeden Fall Spaß machen. Sie hat mich in den ersten beiden Bänden unterhalten. Die ganzen Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen, die Reihe wird nach hinten hin immer besser. Und da bin ich mal echt gespannt, weil ich fand den Anfang schon ganz ordentlich und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da waren Sachen mit dabei, da hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet. Ist ein bisschen was anderes, wie zum Beispiel ja, ein Dark Sun zum Beispiel, ein Bright Sun, Dark Shadows und ja, es hat beides so seinen Charme. Ich bin nicht so hundertprozentig in Mystery unterwegs, mag aber Mystery sehr gerne, wenn ich es mal lesen darf. Und ich finde, mit Kimono Jihen kann man nicht viel falsch machen. Wie gesagt, falls ihr das mal lesen wollt, Double Pack für 10 Euro oder den Anime. Ich glaube, das kann man gerne mal machen und es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Kommen wir als nächstes zu Egmont und da will ich mir gerne zwei Folgebände holen und zwar als erstes von einer Reihe, die aus der Shonen Jump bekannt ist und eigentlich auch in der Community, und zwar Chainsaw Man. Und ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe es ja schon tausendmal erwähnt, die ersten beiden Bände, die haben mich nicht so hundertprozentig gecatcht von Chainsaw Man. Ich kann ja Power und Denji nicht so hundertprozentig verstehen. Klar, ich verstehe es, die haben keine Erziehung richtig genossen, aber dennoch sind die einzelnen Handlungen für mich teilweise irgendwie unverständlich. Das würde trotzdem keiner im realen Leben irgendwie so machen, aber okay, es ist natürlich ein Manga, es ist ein bisschen überspitzt dargestellt und so weiter und so fort. Was aber war, im dritten Band kam ein richtig krasser Cliffhanger und da bin ich echt gespannt, wie das Ganze aufgelöst wird. Da habe ich richtig Bock, Band 4 zu lesen. Das hat mir sehr viel gebracht und das musste einfach sein, damit ich auf jeden Fall am Ball bleibe und das Ganze weiterhin verstehe. Sehe das Ganze ja mittlerweile so ein bisschen als Trash-Werk, so Popcorn-Manga-mäßig heißt. Ich lasse mich ein bisschen berieseln, so wie auch ein Gigant zum Beispiel. Und das klappt jetzt bei Chainsaw Man echt gut und wie gesagt, jetzt kam sozusagen eine tiefe Story dazu. Wer es gelesen hat, weiß wahrscheinlich, was ich meine. Ich werde das natürlich jetzt nicht rein spoilern und deshalb holen wir uns auf jeden Fall Band 4. Bin echt gespannt, wie das aufgelöst wird. Ich hoffe, das wird geil und dann freue ich mich natürlich auch schon auf Band 5 und dann kann für mich die Reihe endlich mal beginnen. Kommen wir als nächstes zu einem Folgeband und das ist ja immer so ein bisschen schwierig bei mir. Manche von euch werden es jetzt wahrscheinlich wissen. Ich habe mich da bei meinem letzten Einkauf so ein bisschen drüber lustig gemacht, weil ich noch nicht so hundertprozentig was mit dieser Reihe anfangen kann. Eigentlich alle meine Reihen im Regal, da stehe ich komplett hinter, nur bei Kaguya-sama Love is War noch nicht so hundertprozentig. Erstens, weil es einfach Romance ist und zweitens, ja, manchmal ist es so ein bisschen Kindergarten. Ich habe den Anime gesehen und so weiter. Ich finde ihn auch irgendwie ganz cool gemacht und so weiter und finde auch die Story-Zusammenhänge irgendwie ganz cool, auch die Charaktere, aber irgendwas fehlt mir so ein bisschen. Aber das Teil, das läuft in Japan extrem gut und ich bin immer schwer im Reihen-Droppen. Ihr könnt ja gerne auch mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr ja einfach sagt, okay, die Reihe will ich nicht mehr haben, die droppe ich jetzt. Könnt ihr gerne mal unten reinschreiben. Ich werde aber zeitnah versuchen, da einmal weiter reinzulesen. Und mir dann zu sagen, hey, okay, die Reihe ist jetzt wirklich was für mich oder ist jetzt nichts für mich, ist natürlich dann dumm, wenn man jetzt sagt, okay, man kauft jetzt weiter. Aber ich mache es jetzt einfach mal und ich habe es einfach falsch geschrieben. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das ist so meine Rechtfertigung dafür, dass ich eigentlich diese Reihe kaufe. Wahrscheinlich kriege ich da jetzt ein paar Kommentare für.
Der Anime, der hat mir aber Spaß gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist eigentlich eine Reihe, die eigentlich auch gut läuft und so weiter. Ist natürlich ein anderes Genre mal. Und so ein bisschen episodisch manchmal gehalten. Und dennoch eigentlich auch cool gezeichnet. Also ich weiß gar nicht, wieso ich da so meine Probleme manchmal mit habe. Wie gesagt, ich lese da zeitnah rein, werde euch dann natürlich in einem Gläsen-Update dann ein Update geben, wie ich dann Kaguya wirklich finde. Und hoffe doch, das sagt mir zu, weil ich kaufe ja so nach und nach auf weiter und das ist so eigentlich so mein Ding, um die Sachen immer up-to-date zu halten. Will dazu jetzt aber auch nicht mehr sagen, habt ihr schon genug zugesagt. Ich denke doch erstmal, es ist okay, es sind 7,50 Euro, das tut mir jetzt nicht so hundertprozentig weh. Und deshalb packen wir das einfach mal rein. Ich bin im Kopf glücklich, dass ich keine Reihe droppen musste. Und ja, machen wir weiter mit dem nächsten. Kommen wir als nächstes zu Kase. Und die haben in letzter Zeit eigentlich ein recht schönes Programm für mich. Da kaufe ich eigentlich mal gerne meine Manga. Auch ein sehr, sehr schönes Format bei Kase immer. Und eine sehr schöne Aufmachung. Und kommen wir als erstes zu einem Manga, den ich absolut feiere. Und zwar Beastars. Und Beastars ist einfach ein sehr schöner Manga, also keine Ahnung, ich kann ihm jeden nur empfehlen. Das ist mal eine komplett andere Story, sowas habe ich selbst so noch nicht gelesen irgendwie. Der wird auch nach und nach immer besser. Band 10 hat einfach alles zerstört. Band 10 war einfach echt gut. Ich dachte, Band 9 wäre gut, Band 10 war einfach nochmal besser. Und wenn jetzt Band 11 nochmal besser ist, dann weiß ich auch gar nicht mehr, wo die Reise überhaupt bei Beastars hingeht. Danke nochmal an die Empfehlung aus der Community. Ihr habt mir ja gesagt, hey Brown, du musst das unbedingt lesen. Kauf dir das. Fand den Anime ja nicht so gut damals. Und dann habe ich mir ja den Manga geholt. Hatte da am Anfang ein paar Schwierigkeiten mit den Zeichnungen, wie ich auch von manch anderen irgendwie höre. Weil es ist auch irgendwie anders gezeichnet. Es sieht ein bisschen aus wie teilweise so reingeklebt, als wenn man die Figuren ausgeschnitten hat und reingeklebt. Ist einfach mal ein anderer Stil und nach wird da die Zeichnung auch immer schöner und mittlerweile, ey, das ist richtig geil, wie sich die Story einfach weiterentwickelt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wer es nicht liest, selbst up to date, kann sich das so gar nicht vorstellen. Kann mir nur allgemein sagen oder kann euch nur allgemein sagen, hey, das Ding, das hat sehr viel Liebe verdient und ich glaube, es ist mit 24 oder 25 Bänden abgeschlossen. Manche sind ja mit dem Ende nicht so hundertprozentig glücklich. Solange der Weg dahin extrem gut war, warum, okay, dann kann auch mal das Ende vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig gut sein. Aber ist ja auch immer alles subjektiv, aber ich bin gespannt. Band 10, wie gesagt, der hat alles zerstört. Ich bin gespannt auf Band 11, wie es da so weitergeht. Cover sieht auch mega geil aus. Ich bin gespannt. Beastars ist einfach Liebe. Kommen wir als nächstes zu einer Reihe. Das ist so ein bisschen Pflichtkauf für mich, um das Franchise so ein bisschen zu unterstützen. Ist auch eigentlich eine sehr, sehr gute Reihe. Den Anime feiere ich total. Und worum es geht? Es geht um Haikyuu. Und Haikyuu bekommt seinen neuesten Band jetzt. Und ja, ich lese da gar nicht rein. Also ich sammle die Reihe einfach nur, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich mag die Zeichnung nicht so hundertprozentig gerne. Wenn man vom Anime kommt, ist das manchmal ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Ich musste auch ein paar Charaktere neu lernen, möchte aber das Franchise hier in Deutschland unterstützen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Reihe. Also kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, wer jetzt nicht unbedingt den Anime schauen möchte, schaut einfach in den Manga rein. Wer auf die Zeichnung klarkommt, wird damit einfach unendlich viel Spaß haben. Ich bin da auch schon weiter als der Anime selbst. Ich lese da ein bisschen online weiter. Ist eine sehr, sehr schöne Reihe. Also hat sozusagen das Sportgenre in Deutschland nochmal neu etabliert. Jetzt kommt ja demnächst auch dann bei Kase Blue Lock, da freue ich mich auch schon ultimativ drauf. Der wird auch nochmal alles zerstören. Ist nicht so hundertprozentig, ja, Sport ist so ein bisschen mehr Battle Royale, aber dennoch danke Kase dafür, dass ihr so mehr Sport nach Deutschland bringt. Deshalb unterstütze ich das Werk Band 23, weil es auch einer meiner Lieblingsanimes ist und deshalb möchte ich dann auch in den Manga dann rein investieren und das so ein bisschen unterstützen. Und ja, deshalb landet auf jeden Fall Haikyuu 23 in meiner Liste. Und ja, irgendwann, wenn ich da bestimmt nochmal reinlesen, wenn ich da wieder Bock ein bisschen habe auf Hinata, wenn er mal wieder, ja, wieder durchstarten möchte. Als nächstes kommen wir zu einer Manga-Reihe, die auch sehr kurz sein wird. Ich glaube 13 Bände und dann ist das ganze Ding abgeschlossen. Bekommt auch demnächst ein Anime. Und ja, ich mag die Reihe einfach. Es geht hier um Hell's Paradise. Und dazu muss ich wahrscheinlich gar nicht so viel sagen.
Jeder, der das Ding gelesen hat, mag es einfach. Und ich habe auch schon ein paar Kollegen, die haben das einzeln gedroppt, weil sie gesagt haben, so ab Band 4, 5 wurde das Ganze nicht mehr so geil erzählt. Das hatte so ein kleines Down, nachdem einfach Band 1 bis 3 extrem krass gestartet sind. Kann ich verstehen, da wird so ein bisschen, ja, ein bisschen das Power-System erklärt und so weiter. Aber hey, ich muss sagen, guck mal, Band 6 ist hier sogar nicht mehr da. Band 6 ist einfach das Krasseste, was einfach die Reihe hatte. Also wer vielleicht in Band 4 oder Band 5 von Hell's Paradise so eine kleine Downphase hatte, sollte sich auf jeden Fall Band 6 zulegen und das Ganze nicht droppen, weil, hey, ihr müsst das lesen. Der Band ist extrem gut, extrem stark. Mag die Zeichnungen auch sehr, sehr gerne, auch wenn die so ein bisschen an Jujutsu Kaisen erinnern. Die sind ja auch manchmal so ein bisschen gekrackelt, sind aber dennoch irgendwie schöner und die Kämpfe sind auch dynamischer und so weiter. Kann die Reihe nur jedem empfehlen, war auch in meinen Highlights für 2020 mit drin. Hat immer sehr schöne Cover, sehr schöne Kämpfe, sehr schöne Charaktere. Die entwickeln sich auch so nach und nach immer mehr weiter. Da bildet sich so ein kleines Trüppchen und so weiter. Das macht echt viel Spaß und ich bin gespannt, wie Band 7 weitergeht. In Band 6 hatten wir einen harten Cliffhanger drin. Das kann auch einfach nur gut werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie Band 7 schlecht wird. Deshalb packen wir Band 7 einmal in den Warenkorb und ich denke, damit werde ich Spaß haben und werde das direkt lesen. Als nächstes freut es mich, dass endlich wieder ein Band aus dieser Reihe erschienen ist. Auch wenn ich so ein bisschen so ein kleines Down hatte mit der Reihe, aber es kommt jetzt endlich ein neuer Band und zwar zu One Punch Man. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie man das hier am besten schreibt. Ich glaube, so. Ich hoffe, ich finde da was. Ja, das passt sogar. Jetzt sind wir natürlich hier ein bisschen weiter. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, Seite 3 müsste der aktuellste Band sein. Guck mal, das ist sogar mit Mob Psycho gemischt. Heißt, wir gehen einfach auf die letzte Seite. Ist eigentlich eine sehr schöne Reihe. Muss man ganz ehrlich sagen, Murata hat ja auch iShield 21 gemacht und das ist einfach ein Zeichenkünstler. Wenn man sich das ganze Ding mal anguckt, das müsste man eigentlich nur kaufen für die Zeichnung, weil das einfach echt krass gezeichnet ist. Ich sehe da auch selten mal irgendwie was Besseres. Man kann einfach alles hundertprozentig nachvollziehen. Man kann die Kämpfe, die sind so schön dynamisch, das ist alles so schön dargestellt. Die Charaktere sind alles einmalige Charaktere. Nur, was ich sagen muss, es ist schwierig erzählt. Und One, der ja auch Mob Psycho 100 gemacht hat, sehen wir ja auch hier oben, der macht die Story zu One Punch Man. Und One Punch Man hat ein Problem. Und zwar, es weiß nicht so hundertprozentig, wo der Weg hingeht. Ich weiß nicht, wie One das irgendwie noch lösen will, weil Saitama ist natürlich der One Punch Man. Er zerstört einfach jeden mit einem Punch. Und kam in den letzten Bänden schon gar nicht mehr drin vor. So ein paar Support-Charaktere sind dann in den Vordergrund gerückt, sodass man so ein bisschen Story mal wieder aufbauen kann. Fand ich ein bisschen schade. Ich hoffe, Saitama kommt wieder in Band 22 drin vor. Ja, muss einfach sein. Also es geht ja um diesen Charakter und der kann einfach nicht so lange wegbleiben. Bin gespannt, wie sich das Ganze nach hinten hin noch entwickelt. Ich finde, die Reihe hätte man ein bisschen kürzer machen können. Dann hätte man vielleicht diese Story rund um Saitama ein bisschen schneller aufbauen können. Man verläuft sich da jetzt so ein bisschen drin, aber ich verlaufe mich hier auch gerade in meinen Text. Deshalb, wir packen das Ganze einmal in den Warenkorb. Bin gespannt, was kommen wird. Ist eine sehr schöne Reihe, sehr schön gezeichnet. Ja, bis auf dieses, dass sich das so ein bisschen verläuft, aber dennoch habe ich da viel Spaß mit und ich bin mal gespannt. Also One Punch Man 22 im Warenkorb. Kommen wir als nächstes zu einer Reihe, die ich sehr, sehr gerne mag und da auch immer direkt reinlese und was ich dazu sagen muss, die Charaktere carryen die Story extrem hart. Denn Spikes Family, finde ich persönlich, hat nicht so eine, ja, so eine ausgewogene Story. Das ist so ein bisschen 0815. Ist jetzt nichts Schlimmes oder dergleichen, ist eine ordentliche Story, aber die Charaktere, hey, da liegt einfach der Hauptfokus drauf. Anya, Yor und Lloyd sind so schöne Charaktere und was wir in Spy X Family jetzt bekommen, bekommen wir ein neues Familienmitglied. Und wenn man Band 1, 2 und 3 gelesen hat, weiß man einfach schon, in welche Richtung das wahrscheinlich gehen wird und was dieser Hund so wahrscheinlich kann. Wahrscheinlich ist das ein Superheldenhund oder was weiß ich was. Ich bin gespannt. Also das macht mir sehr, sehr viel Spaß, immer so mitzuerleben, wie die einzelnen Charaktere so ihre Talente irgendwie ausspielen, ohne dass irgendwer mal was davon mitbekommt und so weiter. Das ist,
weiß nicht, das ist extrem lustig und macht mir sehr viel Spaß. Hab auch schon ein paar Leute gehört, die teilweise gesagt haben, oh, das ist nichts für mich. Kann ich vielleicht teilweise verstehen, wie gesagt, diese Story, wer die nicht so mag, kann ich das verstehen, wer dann vielleicht mit den Charakteren dann auch nicht so klarkommt, für den ist vielleicht Spy X nichts oder Spy Family, ich sag da immer Spy X Family, Spy Family vielleicht nichts. Denke aber, dass das eine sehr, sehr schöne Reihe im Allgemeinen sein wird, wenn es nach hinten hinaus auch noch weitergeht. Und bekommt ihr demnächst auch ein Anime, bin gespannt. Und ich werde auf jeden Fall Band 4 in den Warenkorb reinpacken. Das wird mega lustig, ich weiß das jetzt schon. Es macht mir immer sehr viel Spaß, deshalb lese ich da auch rein. Die sehen auch extrem geil aus mit ihrer Farbe und so weiter. Deshalb, Spy X Family, Spy Family muss einfach in meinen Warenkorb. Und damit habe ich auf jeden Fall viel Spaß und werde ihn auch direkt lesen, wenn er ankommt. Kommen wir als nächstes zum Manga-Kult und meine Hassliebe Demon Slayer. Ich weiß gar nicht, was ich da so hundertprozentig zu sagen kann einfach, denn Band 6 war extrem lustig. Das war so on point, hätte ich einfach nicht erwartet. Es waren kaum irgendwie Kämpfe oder dergleichen drin, aber Band 6 hat einfach so überzeugt mit diesem Witz, mit diesem Spaß, mit diesen einzelnen Charakteren und so weiter. Ich hoffe, das geht in Band 7 so weiter. Ist nicht so hundertprozentig meine Serie. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir haben da ja schon öfters mal drüber gesprochen. Ich will da jetzt auch kein Fass aufmachen. Deshalb muss man einfach mal schauen, in welche Richtung sich das noch weiterentwickelt. Wie gesagt, mit Band 6 hatte ich viel Spaß. Jetzt kommt ja sozusagen dieser Mugen Train Arc oder Kapitel. Ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll. Ist ja, ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, da gab es einen extra Film zu. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich habe da so von irgendwie keine Ahnung. Ich lese da ja eigentlich nur den Manga. Habe da teilweise schon in den Anime reingeschaut. Ich kann auch selbst sagen, der Anime ist einfach besser. Dadurch, dass die Musik schöner ist und die Animationen schöner dargestellt werden. Weil der ist manchmal ein bisschen schwierig gezeichnet. Aber dennoch, ich will es mir holen. Es ist ein richtig krasser Hype, der da irgendwie in Japan und auf der Welt irgendwie durchgeht. Und deshalb möchte ich die Reihe so auch im Regal stehen haben. Lest auch einfach direkt rein. Und ja, was soll ich sagen? Es unterhält mich, aber es macht mir nicht so hundertprozentig irgendwie Spaß. Aber dennoch ist es trotzdem unterhalten. Das ist, wie gesagt, das ist so eine kleine Hassliebe. Will dazu jetzt auch nicht viel mehr sagen. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss da eigentlich gar nichts zu erklären. Ich finde es ein bisschen overhyped. Das muss ich einwerfen, aber dennoch, es ist souverän und ordentlich und ich weiß, der Anime carried sozusagen den Manga, aber okay. Wir schauen rein, Band 7, Band 6 war ultimativ, Band 7 weiß ich noch nicht, schauen wir einfach mal. Kommen wir als nächstes zu einer Neuerscheinung, die ich gerne hätte und diese Neuerscheinung entstammt aus der Feder von dem Mangaka von Blame und zwar von Nihei. Und ja, ihr wisst wahrscheinlich, worum es geht, ich schreibe es einfach rein. Es ist Knights of Sidonia und da habe ich irgendwie extrem Bock drauf. Also eigentlich will ich mehr Werke von dem Mangaka sammeln. Hab jetzt Blame feiere ich extrem, hab jetzt sonst noch keine Werke irgendwie so im Sortiment und ich dachte mir, jetzt bringt Manga-Kult diese Master-Edition raus, heißt Hardcover, ähnlich dann auch wie Blame und ich denke doch mal, das könnte was für mich sein, ist natürlich eine Investition, 28 Euro für ja einen Hardcover-Manga. Aber ich denke doch, das ist es wert und ich habe da auch Lust drauf, habe den Anime selbst auch noch gar nicht gesehen, da gibt es ja einen Anime zu. Aber wenn das wirklich schön erzählt ist, wie auch Blame auch so schön dargestellt ist von dem ganzen, ja, drumherum, das ist einfach echt schön, was der da zeichnet, dann kann das einfach nur gut für mich sein und ich werde da einfach mal reinlesen und gebe dann in einem Gelesen-Update natürlich dann meine ja, Infos drüber, wie ich die Reihe so finde, beziehungsweise den ersten Band. Habt ihr Bock drauf, endlich mal wieder was von Nihei zu lesen und ich bin gespannt. Als nächstes habe ich noch eine Neuanschaffung aus dem Hause Manga Kult. Und das ist eine Reihe, die wollte ich eigentlich schon immer haben. Ich weiß gar nicht, wieso ich so lange gewartet habe, bis ich sie mir irgendwann kaufe. Die ist schon teuer, weil ein Band kostet 15 Euro. Und ja, aber es ist ein Abenteuer, es ist ein Trip, es ist schön philosophisch, es ist alles schön angenehm dargestellt und so weiter. Und worum es geht um Mushishi. Und Mushishi habe ich, wie gesagt, schon etwas länger auf dem Schirm. Habe mich irgendwie nie getraut, die Reihe mir zu kaufen. Ich weiß auch nicht, wieso. Jeder, der sie irgendwie liest, sagt, das ist echt schön. Jetzt hatten wir letztens Clubhouse und da hatten dann nochmal Simon vom namenlosen Manga-Cast und Delection von Instagram gesagt, hey,
Das Teil, das ist wirklich schön. Das musst du dir holen. Und auch in meinem letzten Empfehlen-Video hat Simon da drüber sehr geschwärmt. Und ja, ich kann einfach nicht anders. Wenn mir einer sagt, er hat eine Reihe, wo man extrem runterkommt und das alles so schön harmonisch dargestellt ist und so weiter, dann bin ich da extremer Fan von. Sei es Blue Giant Supreme zum Beispiel, das ist ja auch meine Reihe zum etwas runterkommen. Mushishi könnte eine weitere Reihe sein und deshalb will ich mir die auch neu anschaffen. Ich glaube, die 15 Euro haben mich so ein bisschen abgeschreckt, aber ist ja auch Großformat und so weiter. Mittlerweile auch schon 6 Bände hier draußen. Ich glaube, der 6. Band, der kam jetzt neu auch erst raus. Werd mir die ersten beiden Bände holen. Das ist ja in sich, glaube ich, immer abgeschlossen. Ich glaube, das ist immer irgendwie kapitelweise. Das sind so Kurzgeschichten und so weiter. Ich habe mir das alles so gar nicht selbst irgendwie mal angeschaut. Ich kenne auch nicht den Anime. Da gibt es ja auch ein Anime zu. Der soll unter anderem sehr schön sein, die Musik und alles. Ich bin gespannt. Also, so viele Empfehlungen darüber bekommen auch bei uns im Discord. Ich muss einfach der Reihe eine Chance geben und deshalb hole ich mir die ersten beiden Bände. Werde mir die in Ruhe mal durchlesen, so wenn ich mal einen ruhigen Tag habe, wenn vielleicht schön die Sonne scheint oder sowas, so richtig schön harmonisch. Hab da echt Lust drauf. Und ich denke doch, mit Mushishi kann ich da nicht viel falsch machen. Und ich denke, vielleicht in den Kommentaren werden dann auch noch Leute sagen, hey Brown, endlich hast du dir Mushishi geholt. Bin gespannt, wenn ich es lese. Kommen wir als nächstes zu Panini und einer extrem trashigen Reihe. Und diese Reihe, die habe ich erst vor kurzem sogar gelesen. Und das geht extrem schnell. Die ersten 4 Bände, die waren, keine Ahnung, in 1,5 Stunden durchgelesen. Da wird nicht viel gequatscht, da wird einfach nur ein bisschen gezeigt. Die Zeichnungen sind ordentlich. Ja, der Inhalt von der Story ist jetzt so ein bisschen, ja, wie gesagt, trashig. Ich vergleiche immer den Manga so ein bisschen mit Godzilla, bloß mit einer nackten Frau und worum es geht, ihr wisst es, es ist Gigant. Und Gigant kriegt jetzt den 5. Band bei Panini und Panini hat den auch teurer gemacht. Heißt, der Band, der ist jetzt 1 Euro teurer geworden. Ich weiß nicht, ich glaube, die Reihe läuft nicht so gut oder keine Ahnung was. Ein paar Verlage haben ja sozusagen mit ein paar Bänden angezogen mit dem Preis. Ist nicht so schlimm, ich würde ihn mir trotzdem kaufen, weil ich wissen will, wie die Story weitergeht. Ja, was heißt Story, ne? Es ist halt total abgedreht. Es ist halt eine Pornodarstellerin, die sich irgendwie durch ein Gerät am Handgelenk größer machen kann und dann gegen unterschiedliche Feinde kämpft, die die Erde angreifen. Und die greifen die Erde nur an, weil sie sozusagen über eine Internetplattform irgendwie gevotet wurden. Mega abgedreht ist der gleiche Mangaka wie bei Guns. Und ja, das ist dann einfach mal so. Das muss man dann einfach hinnehmen. Ich finde es echt cool und ich denke auch, dass man den Band auch wieder extrem schnell durchgelesen bekommt. Dafür ist wahrscheinlich 9 Euro ein bisschen teuer. Ja, aber ich will ihn lesen. Ich finde es einfach mal cool, einfach den Kopf komplett auszuschalten und dann sich einfach nur hart berieseln zu lassen. Ich mag die beiden Charaktere, der Main Character eher selbst. Das ist so eine kleine Mimose und das ist ein bisschen krass, was da so passiert ist. Da war ich auch sehr... Sie wollte irgendwie nicht mit ihm zusammenkommen oder... Ich spoiler da rein, das ist auch doof. Nein, komm, wir lassen das. Er hat irgendwann richtig hart angefangen zu blättern in einem oder an einem bestimmten Ort. Und ja, wer es gelesen hat, weiß, was ich meine. Ich fand es ultimativ peinlich. Das war das größte Fremdschämen in einem Manga überhaupt. Ich nehme es so hin, aber es ist eine ganz coole Reihe. Ist mal ein bisschen was anderes. Kann man auch mal lesen. Und deshalb habe ich Gigant 5 ausgewählt. Ja. Ich würde jetzt sagen, damit kann man nichts falsch machen, aber vielleicht könnte man damit was falsch machen, aber es ist einfach trashig, es braucht es einfach mal. Kommen wir zum letzten Manga von Panini und das ist Yagan. Und ich weiß gar nicht, wie Yagan so einen Weg bei mir zurücklegen konnte. Ich kam mit dem ersten Band einfach gar nicht klar. Also ich fand den wirklich schwierig, ich fand den sehr erdrückend und so weiter, ich habe es schon 1000 Mal erzählt. Und die Reihe, die wird einfach nach und nach immer besser und der Main Character, der entwickelt sich immer geiler. Also er wird sehr sympathisch irgendwie. Ich dachte am Anfang irgendwie, das wird so, keine Ahnung, das wird so ein Charakter, wo man sich so denkt, so boah, ne, gar keinen Bock auf dich. Aber der Charakter, der hat eine schöne
Charakterweiterentwicklung, jetzt nicht so eine Vinland-Saga oder Vagabond-Weiterentwicklung, sondern eine, ja, eine ganz normale Action-Weiterentwicklung, wie man es vielleicht aus so Action-Manga kennt. Aber dennoch sehr schön. Und ein paar Inhalte von Yagan, ja, die könnte man jetzt vielleicht ein bisschen anzweifeln und so weiter. Viele, die es gelesen haben, wissen wahrscheinlich, was ich meine. Ja, ich hätte jetzt beinahe gespoilert. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Ich mag Yagan durch die Action-Szene, ich mag Yagan durch die Zeichnung, ich mag dieses Brutale an Yagan, dass da nichts beschönigt wird und so weiter. Das macht mir sehr viel Spaß, weil es einfach sich von anderen Werken irgendwie so abhebt. Und ja, was soll ich sagen, es ist der gleiche Storyteller wie von Blue Lock. Und Blue Lock kommt demnächst raus bei Kasse. Ich freue mich extrem, das ist meine Nummer 1 an Neuerscheinungen, die ich gerne haben möchte. Vor Jojos und Dorohedoro oder von einem Shangri-La, das ist einfach mein Werk und ich weiß das einfach. Ich habe es auch schon gelesen. Yagan, genau das Gleiche. Es ist echt schön. Ein Cliffhanger am Ende passiert von dem letzten Band. Und ich bin gespannt, in welche Richtung das sich noch so weiterentwickelt. Die Zeichnungen, die ziehen auch richtig hart an. Das ist so schön gezeichnet. Das ist der Oberhammer. Ist natürlich nicht für jeden was und dieses 18 plus, das bitte ich auch diesmal zu berücksichtigen, weil diese Reihe, die ist dann halt wirklich auch 18 plus. Normalerweise sind das immer Empfehlungen. Das ist keine Freigabe für einen Kauf oder für einen Verkauf, dass man da hingehen kann und sagen, hey, ja, sorry, ich bin noch keine 18, du kriegst das Ding nicht, das ist eine Empfehlung, aber dennoch bitte ich darum, diese Empfehlung einzuhalten, weil ja gar nicht schon eine Hausnummer und hier sehen wir es auch, der sechste Band von Yagan, der ist teurer geworden, auch 8,99 €. Der ist nämlich total in Kauf. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, wie sich der Charakter noch weiterentwickelt. Ich bin gespannt, was da noch für Kämpfe kommen und so weiter, was da für Gegner kommen, was da noch passiert in dieser Welt. Schöne Geschichte, schöne Action, muss sein. Kommen wir als nächstes zu Tokyo Pop und das ist unser letzter Verlag, den wir heute einkaufen werden. Und da habe ich ja meine Standardreihe für jeden Monat und da werde ich auch gar nicht viel zu sagen. Es ist mein Nostalgiewerk, es ist einfach Bleach und Bleach muss ich mir einfach jedes Mal kaufen und ich werde da reinlesen, wenn ich die Reihe dann auch wieder komplett habe. 25 Bände abgeschlossen. Die Einzelbände sind glaube ich 74 Stück. Lass mich nicht lügen, ich glaube so 74 glaube ich. Hätte die ja damals gerne nochmal gehabt, habe ich ja auch schon mal von erzählt, wer es nicht mehr weiß, schaut euch mal einfach die anderen Videos an. Ist eine sehr, sehr schöne Reihe, wenn ihr einen Starter sucht, vielleicht gerade neu dabei seid oder dergleichen, dann lohnen sich eh diese Sammelbänder, heißt Bleach Extreme, Naruto Massiv, Dragon Ball Massiv, Shaman King und so weiter, so diese ganzen Sammelbänder und da kann ich auch Bleach nur empfehlen. Das Power-System jetzt bei Band 17, ja, es ist schwierig bei Bleach. Heißt, Bleach hat ein ganz komisches Power-System, das ist so willensbasierend. Will da aber auch nicht mehr zu sagen, das ist manchmal ein bisschen random. Aber ich finde es trotzdem sehr cool, mag auch das Setting, mag die Charaktere, mag wie das allgemein dargestellt ist, wie das gezeichnet wurde. Ich mag auch den Scherz dahinter, diesen Comedy-Faktor, der da manchmal ja, so gezeigt wird. Hab auch letztens Burn the Witch ja gelesen. Mag's, dass Kubo da auch so alles wieder ein bisschen übernommen hat von Bleach. Und ist für mich eine schöne Reihe. Schade, dass ich die Einzelbände nicht mehr bekommen habe, aber die sind jetzt auch nicht schlecht von Bleach Extreme. Die haben ja so schwarz-weiß, so ein Spine. Cooles Teil, kann ich nur empfehlen, wie gesagt, wenn ihr Neueinsteiger seid oder falls ihr ein bisschen Geld sparen wollt oder dergleichen, ist eine Reihe, kann man nicht viel falsch machen, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mal als nächstes zu einem weiteren Battle Shonen, den ich derzeit lese und ja, ich habe beim letzten Mal so ein bisschen gesagt, hey, das Ding, das ist so ein bisschen eine Flaute, ich droppe auch kurz den Namen, es geht hier um Fire Force. Ich finde, Fire Force hat sich nach hinten ein bisschen monoton weiterentwickelt. Heißt, das Ding, das bleibt einfach auf einer Linie und da passiert einfach nichts Neues. Heißt, ja, wir kriegen keine neuen Informationen. Man fragt sich, wann mal wieder endlich in was in eine bestimmte Richtung passiert und so weiter. Wir hatten da letztens im Clubhaus einmal eine Diskussion darüber, weil es den anderen Personen so teilweise so ähnlich ging. Es ist schön gezeichnet, es ist ein sehr geiles Setting. Es sind schöne Kämpfe, wenn denn mal Kämpfe drin vorkommen. Es ist
einfach, ja, weiß ich nicht, gerade so ein bisschen schwierig. Und ich hoffe, da kriege ich mit Band 22 mal wieder ein bisschen mehr das, was ich von der Reihe erwarte. Wie gesagt, diese Reihe, die wird so lange gar nicht mehr dauern. Mit Band 24 hat Okubo gesagt, hey, irgendwann ist jetzt Schluss, jetzt ist die Abschlussphase. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Bänden wir gerade in Japan unterwegs sind. Ich glaube, so 26, 27, kann das sein? Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt Logen. Ich weiß nicht hundertprozentig, wann es enden soll. Halt irgendwie um die 30 wahrscheinlich rum. Bin gespannt. Haben aber bis dahin natürlich noch ja, die ganzen Bände. 8, 9 Bände. Bin gespannt. Ich habe ein bisschen Angst vor der Reihe. Aber ich werde sie mir auf jeden Fall kaufen. Ich lese da auch immer direkt rein. Hoffe, dass mir Band 22 wieder mehr zusagt wie Band 21, 20. Ich glaube, seit Band 18 habe ich so ein bisschen eine Flaute bei der Reihe. Ist eigentlich schade. Der Anime ist sehr geil. Also schaut euch mal den Anime an, falls ihr Fire Force gar nicht kennt. Das ist einfach richtig krank animiert. Ist gleiche Level wie ja, Jujutsu Kaisen, wenn nicht sogar sogar besser eventuell. Da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Ist aber eine schöne Reihe. Kann man mal lesen, wenn man mal was anderes will. Von dem Setting her ist man anderer Battle Shonen irgendwie. Bietet mal ein bisschen was anderes, komischerweise. Also von daher kann man damit wahrscheinlich nicht viel falsch machen, muss sich aber darauf einstellen, dass es vielleicht für euch auch zum Monoton wird. Mit der Zeit, Okubo lehnt sich auch ein bisschen weit raus mit seinem Fanservice, den ich manchmal gar nicht verstehe. Ist auch nicht schlimm, ist für mich eine Reihe, lese ich sofort rein. Ich gebe euch auf jeden Fall Feedback, wenn ich Band 22 gelesen habe. Ja, und ich hoffe doch mal, es geht wieder bergauf und ich hoffe es. Kommen wir zum letzten Band, den wir heute kaufen werden, und die Reihe, die hatten wir ganz am Anfang schon angesprochen, als wir gerade Schleim gekauft haben. Es ist ein Isekai und es ist einer meiner Lieblings-Isekai, aber leider nicht als Manga, und da überlege ich gerade, was ich da so mit der Reihe anfange. Das wäre auf jeden Fall meine erste oder eine Priorität zum Droppen. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Der Scherz funktioniert nicht so hundertprozentig in dem Manga. Ich habe ja auch schon mit euch unten in den Kommentaren einmal diskutiert, mit den einzelnen Leuten, die auch Konosuba selbst auch lesen. Es ist wirklich schwierig, aber dennoch bleibt er erstmal in meiner Sammlung. Ich weiß noch nicht, wie ich demnächst mit sowas umgehe. Ist genau das gleiche wie Love is War. Das sind so Reihen, die könnte man dann irgendwann mal vielleicht mal abstoßen, wenn man das vielleicht dann gelesen hat und dann, ja, dann sagt, okay, das ist dann wirklich nichts für mich oder dergleichen. Hab da jetzt auch noch nicht up to date gelesen. Den dritten Band von Konosuba habe ich noch nicht gelesen. Und ich glaube, ich habe beim zweiten, habe ich glaube ich abgebrochen. Ja, ich weiß nicht, ob man dann eigentlich so eine Reihe dann noch weiterhin kauft. Aber eigentlich normalerweise will ich dieses Franchise unterstützen. Und ich mag das halt einfach auch vom Setting her. Ich fühle mich da eigentlich wohl in dieser Welt. Muss man mal gucken. Ich weiß es nicht. Werde ihn auf jeden Fall in meiner Liste einmal nochmal reinpacken und hoffe doch, dass der auch allgemein gut läuft bei Tokyo Pop. Ich habe mir da noch keine Informationen irgendwie reingeholt, ob man eventuell, weiß ich, ob viele das gleiche Gefühl haben wie ich und dann sagen, hey, sorry, Konosuba läuft nicht so gut, auch nicht bei mir. Und ich sage dann, hey, okay, das Teil, das wird dann halt selten verkauft und irgendwann kommt dann sowas wie, ja, sorry, wir bringen nur alle paar Monate mal so ein Ding raus. Fände ich natürlich schade. Hätte die Reihe selbst nicht verdient, aber ja, für mich ist sie auch ein bisschen schwierig, will dazu aber auch nicht viel sagen, haben wir auch schon öfters mal diskutiert. Sind durch eigentlich mit dem Einkauf. Ich guck mal hier auf meine Liste, wir haben unsere 23 Bände haben wir jetzt durch. Ich denke doch, da kann ich ganz zufrieden mit sein. 212 Euro ist natürlich wieder eine Hausnummer, weil ein paar Bände dazu kamen, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Ich dachte eigentlich, Kimono Jihen würde ich erst später lesen. Ja, jetzt habe ich es eher gelesen und fand es eigentlich gut, deshalb habe ich es gekauft. Mushishi, ja, ich habe mich einfach bequatschen lassen im Clubhaus. Ist einfach, keine Ahnung. Und dann hat Luca noch auf Manga Passion gepostet, dass das noch in seiner Top 10 drin ist. Jonas hat mir gesagt, hey, wieso hast du eigentlich kein Mushishi? Das ist so genau dein Ding. Ja. Und dann kommt sowas zustande. Und dann sind dann da auch mal wieder 30 Euro nochmal extra drin. Hätte nicht gedacht, dass der Monat so teuer wird. Ich habe mir nämlich noch ein paar andere Sachen gekauft. China Books unter anderem ist da auch nicht mit drin. China Books werde ich bei China Books direkt kaufen, weil es dann da drei coole Poster gibt.
Ich weiß nicht, ob ihr von der Aktion oder Aktion noch was mitbekommt, wenn ihr dieses Video hier seht. Soll eine geringe Stückzahl sein. Deshalb, ich kaufe da Band 4 und 5, kaufe ich dann bei Shiner Books direkt ein, möchte so ein Poster unbedingt haben. Und ja, dann kommen noch ein paar andere Bände, aber das erfahrt ihr dann auch halt auch im Manga Hall. Ich habe mir auch noch eine Reihe Gebrauch gekauft. Hab ein bisschen was, heißt, wir sind nicht nur bei den 23 Bänden, ich glaube mittlerweile bin ich bei 39 Bände für diesen Monat. Heißt, ich habe mir noch ein bisschen was dazu geholt. Schaut einfach mal rein ins Manga Hall. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt einloggen und wir gehen in den Endscreen. Das war das Einkaufen-Video für April. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß mit diesem Video und konntet euch so einen kleinen Einblick holen, was ich gerade so gekauft habe. Und eventuell waren da ein paar Reihen mit dabei, wo ihr noch nicht hundertprozentig wusstet, ob ihr euch unbedingt diese Reihe holen wollt oder auch nicht. Zum Abschluss würde ich mich natürlich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Und vielleicht sieht man sich auch auf meinem Discord. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute und viel Spaß beim Manga-Lesen. Bis dahin, alles Gute, euer Brown. Ciao, ciao.